Guten Morgen, meine lieben Geschwister im Herrn. Ich wünsche euch für den heutigen Tag gottesreichen Segen, seinen Schutz und seine Kraft für alles, was er heute mit euch geplant hat. Auch an all diejenigen, die vielleicht nicht an Gott glauben. Gott existiert, der Segen gilt auch euch. Ja, ihr Süßen, heute habe ich ein wunderschönes Thema auf der Pfanne und zwar Gnade und Gesetz, die sich gegenüberstehen. Und möchte euch gerne dazu aus dem Galaterbrief vorlesen. Und zwar Galater 3, wo es sich darum geht, ob wir auf Christus vertrauen oder auf das Gesetz. Weil manchmal ist das so, dass es gibt ja zwei unterschiedliche Arten von Christen, ne? Die, die sich der Gnade anvertraut haben, sprich das Gnadengeschenk Jesu Christi am Kreuz angenommen haben. Und auf der anderen Seite die Christen, die sich auf das Gesetz verlassen. Das heißt, sie glauben, dass wenn sie die Gesetze einhalten, dann Gefallen bei Gott finden. Und ich lese euch jetzt dazu aus Galater 3. Hallöchen Amgard aus Ägypten. Halleluja, guten Morgen. Gott segne dich. Also ich fange dann jetzt einfach mal an. Galater 3. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen geführt. Hallo, grüß dich, lieber Achim. Gottes Segen dir. Das ist schön, dass du mit dabei bist. Heute ist das Thema Gnade, Gesetz. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Guten Morgen, ihr Lieben. Gott segne euch. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären wird. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Diejenigen hingegen, jetzt kommt es, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften stehen unter einem Fluch, ihr Lieben. Hier stoppe ich jetzt erst einmal. Also, an alle Geschwister, alle Mitchristen, die sich nur an die Gesetze festkrallen, fallen aus der Gnade. Es ist erschreckend, es für euch garantiert zu hören. Es ist die Wahrheit. Also, an alle Christen da draußen, die meinen, Gott zu gefallen, indem sie sich an alle Gebote halten, fallen aus der Gnade. Warum? Weil sie das Gnadengeschenk Jesu Christi am Kreuz nicht angenommen haben. So ist die Wahrheit. Es steht in der Bibel. Ich sage euch drin, lest euch diese Stelle jetzt noch einmal vor. Galater 3, Vers 10. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch.
Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Ihr Lieben, die Bibel hat über 600 Gesetze und Vorschriften. Und in der Heiligen Schrift, auch in Galater 3, ihr werdet es später hören, steht es drin. An alle gesetzestreuen Christen, die sich ans Gesetz festkrallen, wenn ihr euch an eines nur dieser Gesetze vergeht, dann vergeht ihr euch am gesamten Gesetz. So. Und das ist dann mit dem Fluch des Gesetzes gemeint. So. Ich erzähle euch ja oft, was hier im Internet abgeht, oder gebe euch ein Spiegelbild vor, ja? Streitereien, Klatschen, ne? So, und da sind auch Christen drunter, die sich der Gnade anvertraut haben und auf der anderen Seite Christen, die dem Gesetz sich anvertraut haben, ja? Diese Christen stehen unter einem Fluch. Lest dazu Galater 3 und zwar im kompletten Kontext, da werdet ihr das lesen, ihr Lieben, ja? Den Fluch des Gesetzes hat Jesus Christus getragen am Kreuz. Achim, Hallöchen, gottesreichen Segen für dich und deine. Dankeschön. Warte mal, ich will mal gucken, was mit dir ist. Oh, dir geht es nicht gut. Hör mal, du kannst dich gerne nochmal melden, aber du kannst ja auch gerne dein Gebetsanliegen reinschreiben, ja? Weil manchmal ist das so, wenn ich live bin und jemand ein Gebetsanliegen vorträgt, dass ich dann auch öffentlich bete, ja? Lieber Achim, ich finde das gut, dass du dich meldest. So, und ich werde auch gleich für dich beten, ja? Okay? Oder wenn du das nicht möchtest öffentlich, können wir das gerne auch privat machen, ne? Wir haben ja unsere Nummern. Also, nochmal. Den Fluch des Gesetzes trug Jesus Christus am Kreuz. Und es gibt ganz viele Mitchristen, die dieses Gnadengeschenk in Wirklichkeit nicht angenommen haben, ja, und sich dann stattdessen an die Gesetze festkrallen und sie auch anderen Geschwistern unter die Nase reiben. Es ist damit nicht gemeint, dass die 10 Gebote oder die Gesetze aufgehoben sind. Nein, Jesus kam, um diese Gesetze zu erfüllen. Der himmlische Vater wusste von vornherein schon, dass wir sündige, schwache Menschen sind. Dass es unmöglich für uns ist, sich korrekt an alle Vorschriften, die Gott gab, dem Mose einzuhalten. Und dementsprechend sandte Gott seinen Sohn, Jesus Christus. Und der Vater liebt uns so sehr, dass er hingegangen ist und den Fluch des Gesetzes auf seinen Sohn gelegt hat. Am Kreuz, ihr Lieben. Aber ich glaube, dass es vielen Mitchristen überhaupt nicht klar ist, was Jesus Christus da eigentlich vollbracht hat am Kreuz. Was das für eine hohe Bedeutung ist, wenn Jesus sagt, es ist vollbracht. Jeder, der aus vollstem Herzen dieses Gnadengeschenk annimmt, Jesu Tod am Kreuz, der bekommt die Gnade Gottes, ja? Der stellt sich bereitwillig unter Gottes Gnade und gibt von sich aus zu, Herr, ich bin schwach, ich bin sündig, ich brauche dich, ich nehme dich an als mein Retter und Erlöser. Jesus Christus trug den Fluch des Gesetzes am Kreuz. Und Jesus ist hingegangen, ja, und hat uns praktisch alle, die wir Jesu Gnadengeschenk angenommen haben, dass wir vor Gott heilig und gerecht dastehen. Jesus trug praktisch die Ungerechtigkeit von uns, damit wir gerecht werden. Jesus starb am Kreuz, damit wir Leben erhalten. Jesus nahm die Strafe auf sich, das Urteil Gottes über uns alle, trug Jesus.
damit wir frei werden von Schuld und der Weg zu Gott frei werden konnte. Das hat Jesus Christus bewirkt am Heiligen Kreuz. Und vielen Mitchristen ist es nicht klar. Sie vertrauen sich den Gesetzen an. Ich wiederhole das nochmal an alle Mitchristen. Lest euch bitte Galater 3 durch. Da steht das drin, also diejenigen, die sich dem Gesetz statt der Gnade Gottes anvertraut haben, stehen unter einem Fluch, dass diese aus der Gnade fallen. Das muss aber nicht immer so sein. Es gibt auch viele Mitchristen, die das verstanden haben, ja, die von der Gesetzlichkeit praktisch sich entfernt haben und der Gnade Gottes zugewandt haben. Wir können nicht alle Gebote halten. Das können wir nicht. Und deswegen gab uns Gott seinen Sohn Jesus Christus. Ich lese jetzt weiter in Galater 3, das Thema heute, Gnade und Gesetz in Gegenüberstellung. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Hallo Polski, grüß dich, Gottes Segen mit dir. Thema heute, Gnade, Gesetz in Gegenüberstellung. Galater 3. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Es geht sich um den Glauben. So, und viele unserer Geschwister kloppen sich im Internet um dieses Thema. Ja, dass die gesetzlichen Christen dann den Christen, die sich der Gnade anvertraut haben, unter die Nase halten. Ach ja, ja, wenn wir doch unter der Gnade stehen, dann können wir doch sündigen. Nee. Die Gesetze sind nicht aufgehoben, ja? Jesus Christus hat diese Gesetze erfüllt. So. Und jeder, der Jesus Christus annimmt, seinen Tod und seine Auferstehung, empfängt den Heiligen Geist des Vaters aus tiefer Gnade, aus Barmherzigkeit Gottes uns gegenüber. Und der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir uns nach und nach, nach dem Bilde Jesu umändern lassen. Das hängt natürlich auch von uns ab, ja, inwieweit wir das zulassen, ihr Lieben, ja, dass der Heilige Geist uns nach dem Bilde Jesu Christi verändern kann. Und das geschieht allein aus Gnade, Leute. So. Und deswegen mache ich heute darauf aufmerksam, im Namen des Herrn. Galater 3, an alle, die sich auf die Gesetze verlassen, Leute, ihr steht unter einem Fluch, ja? Weil die Bibel hat über 600 Gesetze und Vorschriften, ihr Lieben, ja? Tut ihr euch bei einem einzigen Gesetz versündigen, Leute, versündigt ihr euch am gesamten Gesetz. Und das ist der Fluch, der dahinter steht. Ja? Und deswegen, da Gott so gütig und liebevoll ist und uns so sehr liebt, hat er uns durch Jesus Christus vom Fluch des Gesetzes befreit. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass wir jetzt hier sündigen dürfen. Dass wir uns jetzt mutwillig gegen die 10 Gebote, ne? Das ist damit nicht gemeint, ja? Nur wir sind nicht in der Lage dazu, diese 10 Gebote perfekt einzuhalten. Das können wir nicht, weil wir sündige, schwache Menschen sind und einen Erretter brauchen. Und das ist Jesus Christus. Und den gesetzlichen Christen ist es nicht klar. Denen ist es nicht klar, dass wir vor Gott
nicht Gefallen finden, indem wir uns an die Gesetze festkrallen, sondern an den Glauben. An den Glauben, dass sein göttlicher Sohn Jesus Christus uns vom Fluch des Gesetzes befreit hat. Und dass der Vater uns aus Gnade durch Jesus Christus, den wir ja angenommen haben, seinen Heiligen Geist schenkt. Ja? Seinen Heiligen Geist. Und der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir uns nach dem Bilde Jesu Christi verändern. Schritt für Schritt. Und Gott hat natürlich unterschiedliche Pläne mit uns. Einen unterschiedlichen Zeitplan. Tempo. Unterschiedlich. So. Dass der Heilige Geist uns umformt nach dem Bilde Jesu Christi. Halleluja. Und das geschieht nicht aus uns selbst heraus, weil wir die Gesetze einhalten, sondern aus tiefer Gnade. Und die Gnade ist ein Geschenk, das können wir uns nicht verdienen. Können wir einfach nicht. Ne? Das Wort Gnade bedeutet übersetzt unverdiente Milde. So. Dass Gott uns praktisch seine Gnade schenkt, obwohl wir sie nicht verdient haben. So. Und wir können sie uns nicht verdienen. Ja? An alle Mitchristen, die vielleicht denken, ja, ich muss mir das verdienen. Ich muss mir die Liebe Gottes verdienen, die Gnade. Ich muss das und das machen und das Gesetz halten und das. Und so läuft das dann mal den ganzen Tag. Und gehen dann noch hin und drücken dann diese Gesetze und ihr gesetzliches Denken anderen Geschwistern aufs Auge. So. Und dann prasselt es natürlich nur noch von Bibelstellen, Versen und so weiter. Leute, ich kann dazu nur eins sagen nochmal. Es bringt nichts, wenn wir uns einander die Bibelstellen, einzelne Verse um die Ohren klatschen. Nein, die Bibelstellen müssen im Kontext gelesen werden. Und deswegen ist das bei mir grundsätzlich so, wenn ich aus der Heiligen Schrift vorlese, grundsätzlich im Kontext. Alles. Ne? Heute ist Galater 3 drin, wo Fluch, also Gesetz und Gnade gegenüberstehen. So, und jetzt überlegt bitte jeder Einzelne von euch, der das Video jetzt sieht, unter was habt ihr euch gestellt? Vertraut ihr dem Gesetz oder vertraut ihr der Gnade Gottes? Das müsst ihr euch einmal ganz, ganz tief in eurem Inneren fragen. An all diejenigen, die dem Gesetz vertrauen, ja, haben in Wirklichkeit das Gnadengeschenk Gottes, also Jesu Kreuzestod, nicht für sich angenommen. Sprich, sie glauben nicht und sind dann dementsprechend vor Gott auch nicht gerecht. Lest euch dazu Galater 3 durch. Komplett. Da steht alles drin. Ich lese jetzt weiter. Liebe Geschwister, lasst mich ein Beispiel gebrauchen, das uns allen vertraut ist. Wenn jemand ein Testament aufgesetzt hat und es rechtskräftig geworden ist, kann keiner mehr es für ungültig erklären oder nachträglich etwas daran ändern. Genauso verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham und seiner Nachkommenschaft gemacht wurden. Übrigens sagt Gott nicht, in deinen Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen, und dieser eine ist Christus. Was ich sagen will, ist Folgendes. Gott hat mit Abraham einen rechtskräftigen Bund geschlossen. Wenn dann 430 Jahre später das Gesetz erlassen wird, kann dieses Gesetz den Bund nicht außer Kraft setzen und damit Gottes Zusage aufheben. Genau das wäre nämlich der Fall, wenn der Empfang des Erbes davon abhinge, dass wir das Gesetz befolgen. Dann würden wir es nicht mehr aufgrund von Gottes Zusage erhalten. Das Erbe jedoch, das Gott Abraham in Aussicht stellte, ist ein Geschenk, das sich auf seine Zusage gründet. Welche Aufgabe hatte dann das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten und sollte so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich Gottes Zusage bezog. Im Übrigen wurde uns das Gesetz durch Engel mithilfe eines Vermittlers überbracht. Ein Vermittler aber war nicht nötig,
wenn nur ein einziger handelt. Doch genau das war der Fall, als Gott, der eine und einzige Gott, Abraham das Erbe versprach. Bedeutet das nun, dass das Gesetz im Widerspruch zu Gottes Zusagen steht? Ausgeschlossen! Wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, das imstande ist, lebendig zu machen, dann könnte man tatsächlich mithilfe dieses Gesetzes vor Gott gerecht dastehen. In Wirklichkeit jedoch, das zeigt die Schrift, ist die ganze Menschheit der Sünde unterworfen und wird von ihr gefangen gehalten. Denn Gottes Zusage soll sich ausschließlich auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus erfüllen. Was er versprochen hat, sollen die erhalten, die ihr Vertrauen auf Christus setzen. Shalom Ahmed, Gott segne dich. God bless you. Doch bevor die Zeit des Glaubens begann, wurden wir alle zusammen unter der Aufsicht des Gesetzes in Gewahrsam gehalten. Unsere Gefangenschaft sollte erst ein Ende haben, wenn Gott uns den Weg des Glaubens eröffnen würde. Das Gesetz war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte, bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle jenes Aufsehers. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Galater 3. Gnade und Gesetz, das ist das Thema heute, ihr Lieben. Ja? Also, Gnade und Gesetz, wofür entscheidet ihr euch? Wollt ihr Gott gefallen, indem ihr die Gesetze einhaltet oder dass ihr das Gnadengeschenk Jesu Christi annehmt? Das ist doch viel einfacher, ja, das Gnadengeschenk Jesu am Kreuz anzunehmen, für sich zu beanspruchen. Nur dadurch sind wir gerecht vor Gott. Sind wir gerecht vor Gott und nicht durch das Einhalten, durch das strikte und ganz, ganz krasse Klammern am Gesetz. Dadurch können wir Gott nicht gefallen. Weil Gott dem Vater gefällt es ja, wenn wir sein Gnadengeschenk, also seinen göttlichen Sohn Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz annehmen, in Anspruch nehmen. Damit bezeugen wir Gott, dass wir sündige, schwache Menschen sind. Dass wir unfähig sind, seine Gebote einzuhalten und somit einen Retter und Erlöser brauchen. Und der ist Jesus Christus. Also, an alle Mitchristen, die sich an die Gesetze festkrallen, ihr Lieben, muss ich euch leider deutlich mitteilen am heutigen Tag, ihr habt das Gnadengeschenk Jesu Christi nicht angenommen. Darauf muss ich euch leider im Namen Jesu Christi aufmerksam machen. Ihr unverständigen Galater, so hat Paulus die Menschen damals angesprochen. Wie ihr wisst, sind die paulinischen Briefe auch das Wort Gottes. Und so spricht der Herr auch mit euch. Ihr unverständigen Menschen, habt ihr mein Gnadengeschenk nicht angenommen? War alles umsonst? Und dann geht ihr noch hin und drückt diese Gesetze auch noch euren Geschwistern aufs Auge? Wollt sie wieder in die alte Knechtschaft des Gesetzes zurückpressen, die sich meiner Gnade unterstellt haben? Und so läuft das im Internet ab. Genau so. Ja? Die Gesetze sind durch Jesus Christus erfüllt worden. Erfüllt. Wir sind vor Gott gerecht, ihr Lieben. Auch wenn wir heute noch sündigen und Fehler machen, ja? Also jeder, der Jesus Christus annimmt, einschließlich auch ich,
Wir sind nicht frei von Fehlern, okay? Also, jeder, der Jesus annimmt, Gott, der Vater, sieht dann nicht mehr uns, sondern seinen Sohn Jesus in uns, dass wir dann praktisch vor Gott gerecht und heilig dastehen dürfen. Das hat Jesus am Kreuz für uns bewirkt, ihr Lieben. Ja? Nur das ist vielen Menschen anscheinend überhaupt nicht klar. Was für eine hohe Bedeutung das ist, was Jesus da eigentlich für uns am Kreuz vollbracht hat. Was das für Konsequenzen hat. Für wunderbare Konsequenzen. Wir sind befreit vom Fluch des Gesetzes. Der Weg zu Gott ist frei, dass wir in der Lage sind, mit Gott direkt zu kommunizieren durch Jesus Christus in uns. Dass wir praktisch dann Miterben werden, wie Abraham. Wir sind dann Abrahams Nachkommen in dem Moment, ja? Weil in der Bibel heißt es doch, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das geschieht bei vielen Mitchristen, die wirklich aus vollstem Herzen ihr Leben an Jesus Christus übergeben haben. Was Gott dann von uns möchte, ist, dass wir dann das Ego, also das uns selbst, ablegen und komplett uns dem Herrn Jesus Christus weihen, übergeben, komplett. Und dann in dem Moment beginnt auch die persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Und es gibt leider ganz, ganz, ganz viele Christen oder die sich Christen nennen, die keine Beziehung zu Gott haben. Keine. So, und dementsprechend haben sie auch keine Geistesgaben zum Beispiel. Oder haben keine Berufung in sich, die sie spüren. Ja, die dann halt geistig erweckte Christen angreifen. Ich habe euch gestern zu dem Thema was erzählt. Wenn euch das interessiert, könnt ihr in meinen Account gehen und in das vorletzte Video reingehen. Da habe ich den Unterschied erörtert, den Unterschied zwischen geistig erweckte Christen und geistlich tote Christen. Ich muss euch leider vor Augen halten, wie viele unterschiedliche Arten von Christen es gibt. So. Und weil es halt so unterschiedliche Arten von Christen gibt, gibt es so viele Meinungsverschiedenheiten im Internet, was dann zu Krach ausartet. Das ist das Problem, ja? Geistlich erweckte Christen sind diejenigen, die wirklich mit Jesus Christus auferstanden sind. Die sich erst ihr altes Leben ans Kreuz Jesu geworfen haben, ne? Sich praktisch Gott unterworfen haben, wo indem wir sagen, Herr, vergib mir, ich bin ein Sünder. Und ich nehme dich an als meinen Herrn und Erlöser. In dem Moment kommt die Gnade des Heiligen Vaters über euch und segnet euch mit seinem Heiligen Geist. Und das ist mir passiert, ihr Lieben, vor ein paar Jahren. Ja, im Jahr 2015 fing das an, dass ich eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus begonnen habe. Und wo ich mein Leben wirklich übergeben habe, auch mich selbst an Jesus übergeben habe, das geschah im Jahr 2016. Der Herr sagt in seinem Wort, wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach, der verleugne sich selbst. Sich selbst zu verleugnen heißt sein komplettes Ego. Ja, alles was an irdischem Besitz und das, was er für vorher für so wichtig befunden hat, legt er beiseite und gibt sich komplett unseren Herrn hin. Und das geschieht aus freiem Willen heraus. Und solche Kinder nimmt Gott sofort in seine Arme auf. Sofort. Und im Laufe der persönlichen Beziehung zu Jesus Christus wird er euch zeigen, wer ihr seid. Im Jahr 2015 hat der Herr mir bereits schon, als ich am steinernen Kreuz kniete, gesagt, mein Kind, lerne mich kennen und ich zeige dir, wer du bist. Und das ist nicht
umsonst in der Heiligen Schrift drin steht, wer Jesus Christus annimmt, wird ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Also, man schmeißt praktisch Jesus sein verkorkstes Leben ans Kreuz. Ja, die Menschen, die vorher ohne Jesus gelebt haben, deren Leben ist kaputt, meine Süßen. Ist kaputt. Und irgendwann kommt da die Gnade Gottes. Ja, die stecken dann so hoch in der Scheiße, bis hier oben, dass sie dann nur noch Gott anrufen können als letzte Instanz. Und diesen Weg wählt Gott am allermeisten, dass er Menschen wirklich auch in die tiefste Scheiße geraten ist. Entschuldige diesen Ausdruck, ja? Dass die Menschen dann niederknien und Gott um Hilfe anflehen. Das geschieht aus Gnade, ihr Lieben. Ja, das ist auch mit einer der Gründe, warum Gott Leid zulässt bei den Menschen. Ja, viele Menschen haben übers Leid zu Jesus Christus gefunden. Auch mein Leben, ihr Lieben, war im Arsch, war zerstört, war chaotisch, war kaputt. Ich war alkoholsüchtig, ich war mannigfach, psychiatrisch auffällig. Mein Leben war kaputt. Und ich brachte es alles Jesus ans Kreuz im Laufe unserer Beziehung. So, und heute ist das so, dass unser Herr Jesus mir das in der persönlichen Beziehung zeigt, wer ich bin. Das, was er damals mir am Kreuz gesagt hat, ist heute Wirklichkeit geworden. Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich mal war. Und so wie ihr auch, seid eine neue Kreatur. Ihr seid ein neuer Mensch. Den alten Menschen schmeißt ihr Jesus praktisch ans Kreuz. Und den Tausch dafür, er steht hier auf durch die Taufe und bekommt vom Herrn ein neues Gewand angezogen. Das geschieht im geistlichen Sinne. Ihr werdet praktisch durch die Taufe mit Jesus begraben, ja? Und mit Christus beim Auftauchen, er steht ihr auf. Steht ihr auf und werdet zu einem neuen Menschen. Das geschieht natürlich nicht so, ja? Okay. Das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, den wir Menschen, die wir Jesus angenommen haben, durchmachen. Ja? Und natürlich haben wir auch Anfechtungen, Angriffe vom Satan zu erleiden, zu erdulden. Ja? Weil das muss uns helfen, praktisch das hilft uns dabei, im Glauben und im Vertrauen zu Gott immer mehr zu wachsen. Und das ist bei mir in den letzten 5,5 Jahren passiert, dass ich wirklich durch Himmel, aber auch durch die schlimmste Hölle gehen musste. Und all dies darf ich euch jetzt heute erzählen, ihr Lieben. Ja? Also von Gnade und Gesetz sind wir jetzt rübergegangen wieder zur lebendigen Liebesbeziehung mit Jesus Christus. Das Hohelied von Salomo sagt das, ja, dass Gott wirklich in Jesus Christus eine Liebesbeziehung mit uns haben will. Aber das soll aus Liebe und freiwillig geschehen, vom Menschen aus. Ja? Und der Herr freut sich über jeden Einzelnen, der zu ihm umkehrt. Es steht in der Heiligen Schrift drin, dass die Engel sich freuen. Dass die Engel sich freuen oben im Himmel und eine dicke, fette Party schmeißen für jeden Sünder, der zu Jesus Christus und zu Gott umkehrt. Halleluja! So, und das Thema, das werde ich später mit euch besprechen. Ich beende jetzt erstmal dieses Video, weil solange ich die Zeit habe, werde ich jetzt weiter alles raushauen, was der Herr mir eingibt. Ja? Ich liebe euch alle, meine Süßen, ja? Euch alle meine Geschwister, und das ist mir ganz egal, ob ihr euch unter der Gnade gesetzt oder sonst was, ihr seid für mich alle gleich praktisch, aber ich muss die Unterschiede herausholen und einen Spiegel praktisch vorhalten, warum es halt im Internet immer wieder zu Irritationen kommt, weil es halt unterschiedliche Christen gibt, ja, die dann aneinander prallen und es dann zu Meinungsverschiedenheiten, Auseinandersetzungen, Streitereien bis hoch zu Beleidigungen kommt. Und das erzähle ich euch jetzt die ganze Zeit, wie viele Arten von Christen es gibt. Gesetzliche Christen,
Christen, die sich unter Gnade anvertraut haben, Namenschristen, die keine Beziehung zu Gott haben, nichts, sich aber Christen nennen, oder Sonntagschristen, die nur sonntags in die Kirche gehen, Gott eine Stunde widmen und den Rest der Woche lassen sie den Herrn links liegen. Ja? Und was gibt es noch für Christen? Auch unterschiedlichen Glaubensstand, Glaubenskenntnis haben sie. Ja? Es gibt Menschen, die frisch geboren sind gerade mal, sozusagen geistig gesehen kleine Kinder, kleine Babys sind. Ja? Es gibt Glaubende, die schon im Kleinkindalter sind oder Teenager oder Erwachsen, also unterschiedliche Glaubenskenntnisse, Glaubensstand haben, unsere Geschwister. Wir sind praktisch eine Familie Gottes mit großen Geschwistern und kleinen Geschwistern, ja, im geistlichen Sinne. Das ist so. Und deswegen, jeder, der wirklich höher steht als der andere, jetzt zum Angesicht des Geistlichen, ja, soll den Kleineren höher erachten als sich selbst. So steht es in der Heiligen Schrift. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Und ich diene Gott praktisch so, ja, indem ich euch damit mitteile, das und das und das und das. Okay? Gut, ihr Lieben, das reicht dann erstmal für heute. Ich wünsche euch gottesreichen Segen noch einmal für den heutigen Tag. Macht es gut. Bitte überdenkt euren Glauben an alle Mitchristen. Überdenkt ihn wirklich. Vertraut ihr der Gnade Gottes oder nur dem Gesetz? Ja? Es ist eure Entscheidung. Der Herr möchte unser Leben einfacher machen. Ja? Möchte es einfacher machen. Das Joch des Gesetzes hat er selbst am Kreuz getragen, hat uns davon befreit. Nehmt es bitte an, ja? Und dazu segne euch jetzt der barmherzige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.